Oh mein Gott, Leute. Es ist soweit. Es ist kurz vor Release von Elden Ring. Und ich kann's spielen. Ich kann euch schon mal etwas zeigen. Und in ein paar Stunden könnt ihr selber spielen. Oh mein Gott, ich habe mich, glaube ich, noch nie auf ein Videospiel so sehr gefreut. Ich liebe die ganzen Dark Souls und From Software Spiele ja schon ewig. Musik. Ah. Und bin deswegen natürlich auch absolut gehypt auf Elden Ring und freue mich einfach nur, das jetzt euch zeigen zu dürfen. Ihr könnt zugucken, ihr könnt euch einen Einblick machen, was ihr wollt. Ich freue mich einfach nur, dass wir das gemeinsam jetzt erleben können. Und es wird einfach ultra cool. Ich freue mich auf alles. Ich weiß, es gibt Leute, die verstehen den ganzen Hype um Elden Ring nicht. Die verstehen nicht, warum sich jemand darauf freut. Die sagen, das sieht doch gar nicht so cool aus wie andere Spiele und so. Aber für mich ist Elden Ring das perfekte Videospiel. Sage ich, bevor ich es gespielt habe. Also ich habe den Netzwerktest ja schon gespielt. Ich weiß ja ungefähr, was mich erwartet. Aber es ist genau das, was ich von einem Videospiel will. Es ist dieses, man weiß nie, was einen erwartet. Und um jede Ecke kann man irgendwas Cooles und Tolles finden. Und das ganze Spiel ist einfach durchgehend eine Überraschung. Und dann kommen ultra coole Bosse mit so einer Musik. Was will ich mehr? Ich bin bereit. Ich bin so bereit, Elden Ring zu spielen. Und ich hoffe, ihr seid bereit, mit ein paar Elden Ring-Videos zugeballert zu werden. Weil ihr werdet ein, zwei Stück kriegen. Welcome to Elden Ring. Thank you very much for playing. If you have obtained a copy of the game before release, refrain from posting any content from the game to avoid the risk of receiving a takedown notice. Wenn ihr guckt, das Video ist noch vor dem 25. Aber ich darf. Ganz sicher. Also alles gut. Hab das von offizieller Quelle. Wir spielen auch direkt online. Wir werden uns schön viel Zeit lassen. Wir werden uns viel umgucken. Ich bin gespannt, wie ich bei einem Dark Souls-ähnliches Spiel mit Open World klarkomme. Okay, ich freue mich einfach nur. Ich freue mich einfach nur. Gehen wir einmal kurz durchs System durch. Einfach mal gucken. Das HUD wurde scheinbar nochmal überarbeitet übrigens zwischen Netzwerktest und jetzt. Und ich bin sehr gespannt, was alles neu ist. Die Leute, die sich nicht den Netzwerktest angeguckt haben, ganz kurz zusammengefasst. Ich kenne das erste Areal so ein bisschen, aber auch nicht komplett. Aber das erste Areal war trotzdem schon so ein 5 Stunden großer Bereich. Ich werde trotzdem gucken, dass wir in den ersten Folgen zu Bereichen gehen, wo ich noch nicht war, dass auch neue Interaktionen und Sachen passieren, die wir noch nie gesehen haben. Und das wird ultra cool. Ich habe schon einen Charakter im Kopf, den ich haben will. Ich habe schon ein Bild im Kopf, den ich spielen will. Das wird alles super cool. Und die Einstellungen sind alle perfekt. Kann ich die noch auf Maximum ballern? Natürlich kann ich die noch auf Maximum ballern. Bewegungsverzerrung machen wir nur aus, weil das bei Videos öfter schlechter aussieht tatsächlich. Kleiner Tipp an der Stelle. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit Elden Ring. Ding, dong. So, bevor die Musik wieder hier laut wird, drücke ich direkt auf los. Ja, irgendwie kann ich es scheinbar ganz dunkel machen. Ist ziemlich hell, das Spiel. Machen wir erstmal mal. Schauen wir mal im Spiel, ob es alles zu dunkel ist oder nicht, aber spielen wir sehr dunkel. Sehr gerne. Ich spiele die PC-Version. Genau. Ja. Und vielleicht später spiele ich irgendwann nochmal die PlayStation-Version, weil ich da die Platin-Trophäe holen will. Aber spielen wir das Spiel erstmal normal. Guck mal, hier kommen auch nochmal die Optionen. Und jetzt das Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Nein, noch kein Intro. Ach so, so sieht die Klassenerstellung aus. Ich war gerade voll verwirrt. Hä, das sind doch die Klassen aus dem Netzwerktest. Aber das sind... Ach so, wir stellen erstmal einen Charakter. Viel Spaß mit dem Intro. Was weiß ich? Okay, was haben wir denn? Wir haben den Vagabond. Und ich glaube, wir können uns irgendwie... Genau, die Stats anzeigen lassen. Ist ja auch cool. Der hat ein Schwert und eine Axt scheinbar dabei. Und ein Schild und eine Fackel. Eine Fackel haben alle? Oh, eine Fackel haben alle. Das ist cool. Das ist schon mal anders als im Netzwerktest. Ich kann so Vergleiche zum Netzwerktest natürlich ziehen. Aber ich werde versuchen, nichts vorwegzunehmen für Leute, die hier zum ersten Mal Elden Ring gucken. Und noch auch überrascht werden wollen. Bestimmt sind eh andere Sachen anders als im Netzwerktest. Ich bin gespannt. Okay, also wir haben den... Ich weiß, dass ich auf Stärke und auf Glaube gehen möchte. Ich will so ein starker Krieger sein, der aber dann auch so ein paar Wunder wirken kann. Wenn ihr die ganzen Elden Ring und Dark Souls Spiele nicht kennt,
Man besiegt Gegner, kriegt dadurch eine Währung und mit der kann man aufleveln und man kann in verschiedene Stats leveln und sich so seinen Charakter bauen. Also es ist egal, was ich hier eigentlich nehme. Selbst wenn ich sage, ich spiele als Samurai, der viel Geschicklichkeit hat, was übrigens sehr cool aussieht, hat einen Katana und einen Langbogen, dann kann ich trotzdem noch beim Leveln auch alles in Stärke und Glaube reinmachen und trotzdem das andere spielen. Das sind nur so Start-Kits, die man hier so gesehen auswählt. Und verschiedene Waffen haben verschiedene Anforderungen, was sie brauchen. Es gibt zum Beispiel Waffen, die brauchen Stärke, damit sie mehr Schaden machen oder dass man sie überhaupt ausrüsten kann sowieso. Aber die haben dann so eine Skalierung. Zum Beispiel irgend so ein dicker Streitkolben skaliert dann wahrscheinlich bei Stärke mit A. Und umso mehr Stärke ich habe, umso mehr Schaden macht der. So funktioniert das Ganze. Die Stats gehen wir auch gleich nochmal durch. Aber ich möchte als Bekenner spielen. Weil ich finde das Startoutfit ziemlich cool. Der hat 14 Glaube, 12 Stärke und 12 Geschick. Und der hat einfach recht schön verteilte Stats. Muss ich sagen. Man kann natürlich, wenn man ganz extrem ist, einfach als Bettler spielen. Obwohl Bettler nicht mal die beste Wahl ist, wenn man seine Stats verteilen möchte. Weil man kann seine Stats ja nicht unter 10 drunter leveln. Aber wenn ich zum Beispiel Gefangener nehmen würde und weiß, dass ich nie auf Glaube skillen würde, dann wären da keine 4 Level reingesteckt und so weiter. Ja, aber wir spielen als Bekenner. Hat ein Schwert, hat ein Schild, hat ein Gerät, um Wunder zu wirken. Wunder sind so heilige Zauber. Und eine Fackel. Wir nehmen Körpertuch A, einen Mann, nennen uns Zombolon der Erste. Nennen wir uns einfach Zombolon. So. Ich kann ja später Zombolon der Zweite und so machen. Und können jetzt natürlich einen sehr verrückt aussehenden Charakter machen. Und ich mache das, glaube ich, auch. Weil es gehört für mich irgendwie so ein bisschen dazu. Schlank, muskulös. Muskulös möchte ich sein. Alter, jung, erwachsen, älter. Hier kann man auch den Ursprung nochmal auswählen. Guck mal, hier ist mehr so eine klassische Auswahl. Da sieht man die Charaktere direkt komplett. Aber Bekenner ist schon cool. Ist wie so ein Templer. Das gefällt mir halt schon. Das wird mein Weg. Das ist the way. Genau. Und man kann noch hier ein Andenken auswählen. Das ist eine Sache, die man am Start dabei hat. Kann man halt irgendwas Zufälliges, müssen wir selber durchlesen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber das ist typisch für die From Software Spiele, dass man sowas meistens auswählen kann. Wir können ein rotes Medaillon mitnehmen, das unsere maximalen Lebenspunkte erhöht. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Ein bisschen mehr Währung am Anfang, das finde ich nicht cool. Ein goldener Samen treibt gut aus dem Zwischenland, verstärkt angeblich Heiligflaschen. Okay, interessant, klingt schon stark. Asche der Vampirwichte. Die Asche winziger Golems. Angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Genau, das ist eine Beschwörung. Man kann so Geister beschwören, die einem Kampf helfen. Das werde ich bei Bosskämpfen wahrscheinlich nicht machen, die meiste Zeit. Übrigens, Vorwarnung, weil ich mehr eine Herausforderung will. Aber wenn ihr so spielt, könnt ihr in Bosskämpfen die einmal immer rufen. Also lohnt sich auch. 3 seltsam gesprungene Töpfe. Die lassen sie sich von selbst reparieren und man kann damit Wurfobjekte craften. Genau, die kenne ich aus dem Netzwerktest. Steinschwertschlüssel. 2 Steinschlüssel in Schwertform. Heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Oh, das ist direkt nach dem Tutorial eine Stelle. Habe ich im Netzwerktest gesehen und nie verstanden, wie das aufgeht. Cool. Betörende Äste. 5 heilige Äste erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von der vom Halbgott Miquella. Gekochte Garnelen. So voll viele heilige Gegenstände und dann gekochte Garnelen. 5 Portionen gekochtes Garnelenfleisch erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Okay, mehr Verteidigung. Und Schabrieres Kummer. Irres Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht die Aggression von Feinden an. Ah. Okay, falls man mehr so Tank sein will, falls man in der Freundesgruppe spielt. Dafür war sowas immer gut. Ich würde sagen, wir nehmen den Schlüssel. Einfach, um das zu öffnen. So, dann gibt es eine Grundauslage fürs Aussehen vom Charakter. Die sehen schon lustig aus. Oh, die sehen jetzt schon cool aus. Ja, einfach so ein Demon, Draconia, Nachtvolk, Numenvolk. Ja, arbeiten wir mit dem hier, würde ich sagen. Der sieht jetzt schon aus wie ich. Alter, erwachsen. Mach mir dich jung. Stimme? Junge Stimme. Oh, Stimme anhören? Ja. Wie höre ich die mir an?
Weil hier ist auf kurzen. Da! Die finde ich cool. Junge Stimme 2. Okay. Dann nehmen wir die. Hautfarbe. Naja, guck mal. Hier können wir uns alles machen, was wir wollen. Kann man auch Farbe anpassen? Ja, natürlich kann man Farbe anpassen. Und. Also. Ne? Die Charaktererstellung von den From Software-Spielen sollte bekannt sein. Man kann sich sehr lustige Gesellen machen. Und wenn ich das hier runterdrehe, müsste ich eigentlich. Ja, ich könnte auch komplett lila sein. Aber nein, nein, nein. Ich glaube, wir gehen schon mit einer normalen Hautfarbe, mit so. Ja. Ich mache immer gerne, dass er eigentlich relativ normal aussieht, aber das Gesicht dann einfach besonders ist. Ja, guck mal, es gibt sogar Gesichtsvorgaben. Mal direkt mit was anfangen. Nehmen wir den hier. Gesichtsform normal und kantig. Ja, guck mal. 2 Sekunden drin und schon sieht er so aus. Wir werden einfach so ein ultra wütender. Okay? Ich glaube, ich mache das im Zeitraffer. Ja. Ist doch schneller. Dann kann ich hier gemütlich alles durchgehen. Ist er schön? Er sieht so ein bisschen wie eine Karikatur aus. Aber es gefällt mir. Das sieht aus, der wird mich vermöbeln. Ich hätte gerne noch so einen breiten Kiefer. Ja. Boah. Ist einfach, ich mache hier einfach den Giga-Chat. Den kann man bestimmt hier machen. So, was für Haare gibt es denn? Gucken wir uns mal an. Der Charakter-Editor ist so viel hübscher als in den vorherigen Teilen. Das ist krass. Aber ich finde es gut, dass man trotzdem noch sowas Lustiges machen kann. Mr. Unga Bunga einfach. Ah, nee, warte. Ich will Haare, die aussehen, als wäre er so ein Priester, wäre cool. Die hier theoretisch, aber ich finde ich schon fast ein bisschen zu doof. Das sieht aus wie ein Wikinger. Wollen wir mal den Haaren? Ich mag die Haare. Die sind cool, die sind so schön wuschelig. Die können wir ja leicht lila machen. Ach cool, das ändert die gesamte Gesichtsbehaarung. Yo, der ist insane. So. So sind sie gut, ja. Nicht ein zu krasses Lila. Sehr schön. Glanz. Ach guck mal, kann man sogar einstellen. Aber ich mag es eigentlich, die Haare sehen echt gut aus, wie sie sind. Weißes Haar? Ach guck mal, kann ich so weiße... Das ist ein bisschen zu viel weiß. Hier, wir sind bei der dritten Option von 10. Was für Augenbrauen will er? Mag ich die, die er hat. Haarfarbe kann man einzeln umstellen. Gesichtsbehaarung. Ach stimmt, wir haben hier einen Bart. Oh mein Gott, wie cool ist unser Typ denn mit einem Bart? Ja bitte, ich nehme diesen Pflaumen. Oh, wie cool ist er geworden? Er ist so viel cooler geworden. Man kann einstellen, wie viele Stoppeln er hat. Ah ja, wie stark die sind. Sehr cool. Oh mein Gott, Augenfarbe bitte. Wir können ihn einfach blind machen. Ah nee, kann schon so normal sein. Hautdetails. Ah, kann man einstellen, wie viele Poren auf der Haut sind. Ja, machen wir eine mittlere. Hautglanz, dunkle Schatten. Ja, ja. Oh mein Gott, wir haben einfach gleich Waluigi erstellt, wenn ich so weitermache. Kosmetik, Lidstrich und so weiter. Das brauchen wir nicht. Sieht man eh nicht. Tattoo-Zeichen, Augenklappe. Ja, ist blind. Nee. Wir haben einfach Waluigi gemacht. Oh. Ich bin sehr glücklich. Er ist perfekt. Die sind halt auch... Die sind schon stylisch, die Haare. Ich mag das wuschelige Haar. Nee, nee, wir bleiben beim wuscheligen Haar. Okay, ja, wir waren Luigi. Warum nicht? Als Favorit speichern, bitte? Ja. Schaut, wie cool er in seiner Rüstung aussieht. Als hätte er sehr lange nicht geschlafen, aber so sehe ich halt auch aus nach 6 Monaten Elden Ring warten. Ja. So ist er... Ohne Kleidung, so ist er in Rüstung. Ich würde sagen, wir haben unseren Charakter erstellt. Let's go. Fortfahren. Zeit für das Intro, aber diesmal wirklich. The fallen leaves tell a story.
our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Oh, wie cool. Wir werden sowas von der Elden Lord. Wir werden der allerbeste Elden Lord, den es geben wird. Neu? Der Ring. Das ist eine Vorbestellergeste, aber kann man auch im Spiel finden. Okay, können wir kurz drüber reden? Das ist ja super viel passiert. Erstens, das Spiel hat keine deutsche Synchro. Falls es euch aufgefallen ist, also es gibt wirklich keine, das haben sie schon vor Release bestätigt gehabt, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Also spielen wir auf Englisch natürlich, aber hat ja deutsche Untertitel. Zweitens, wie cool waren denn alle, also das sind ja bestimmt ein paar Bosse dabei gewesen. Holy moly, die werden ja sowas von cool sein zu bekämpfen. Oh, ich freue mich jetzt schon auf das alles so sehr. Das wird alles so cool. Holen wir uns erstmal unsere Ringgeste. Stimmt, bestätigen ist ja jetzt Y bzw. Dreieck. Ich guck gerade auch mal, kann ich auf PlayStation-Tasten umstellen? Nee. Okay, ich spiele nämlich mit einem PS5-Controller, aber ist am Ende ja egal. So, wir haben neue Gesten. Wir haben unsere Fackel. Nee, Erinnerung der Gnade. Ach ja. Wo sind wir? Wir sind woanders als im Netzwerktest. Ich dachte, man fängt da an, wo der Netzwerktest gestartet hat. Hallo? Ah, seid ihr bereit? Gut bewerten. Ich bin sowas von bereit. Oh mein Gott, ich habe... ich lache aber nur wie ein Verrückter. Runzliger Finger des Befleckten. Kann man Nachricht lesen? Nee. Okay.
Okay, müssen wir alles im Inventar nachgucken. Können wir ja machen. Ja, Menü, verstehe ich. Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt, sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Großansicht und Erklärung anzeigen, Charakterdaten umschalten. So. Objekt für Online-Spiele. Dient zum Schreiben von Nachrichten. Eure Nachrichten werden in eine andere Welt, in andere Welten gesandt, wo andere Spieler sie lesen können. Ein fast völlig abgemagerter Finger aus Leichenlipid. Ein Relikt der Vorfahren, das den Nachfahren helfen soll. Finger, mit dem man auf den Boden schreiben kann. Genau, dann kann man so Nachrichten hinschreiben, wie hier halt überall stehen. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eldenfürsten. Das ist eine Nachricht von den Entwicklern, weil man die nicht bewerten kann. Aber das sollte von Spieler sein. Leben suchen. Ja, zum Beispiel. Wie stimmig es auch schon wieder ist. Einfach so schön leise. Und jetzt öffnen wir mal die Tür. Yo. Da ist er. Der Erdtree. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Der Erdenbaum. Kapelle der Erwartung. Ja gut, uns wurde gesagt, wir sollen ins Land dazwischen reisen, ne? Auf jeden Fall, Elden Ring ist der neueste Teil, ne? Man kann springen, man kann blocken. Es gibt so einen Konter-Move, nachdem man geblockt hat. Und wir haben dringende Heilung, Assassinenschritt. Ach, guck mal, wir haben einen Schleichzauber direkt. Cool. Dann können wir hier, genau, mit dem Gerät wirken. Das leuchtet auch in unserer Hand. Genau, und ich habe auch seit dem Netzwerktest gelernt, dass man so seine Waffen zweihändig nehmen kann, wie zum Beispiel sein Schild, aber ja, wir wissen alles. Gucken wir uns erstmal um, bevor wir dem offensichtlichen geraden Weg folgen. Und generell in Souls-Spielen ist eigentlich nie so etwas unter Kisten, aber man kann sie lustig kaputt rollen. Das ist schon mal sehr gut. Genau, schleichen kann man jetzt auch. Oh mein Gott. Wie cool. Ich war ein bisschen irritiert tatsächlich, dass das Intro, Standbilder waren. Weil es gibt einen Cinematic auf YouTube, der ist animiert und der sieht richtig cool aus. Ich hatte wirklich schwören können, dass der jetzt hier läuft an der Stelle. Aber irgendwie scheinbar nicht. Und von der Helligkeit sieht alles eigentlich gut aus, ne? Von der Einstellung am Anfang, ja. Hier renne ich? So renne ich, ne? Ja, genau. Ja, hier ist eine Tür, die ist zu, aber vielleicht kommen wir später nochmal hier hin. Mehr ist hier gar nicht, außer sehr viele Blutflecken. Kamerasteuerung. Als ob hier alle gerade runterlaufen. Warum hat der einen zweiten Kopf? Oh mein Gott, ich darf mir das nicht angucken, was die Leute hier machen. Es gibt eine Rüstung mit zwei Köpfen, okay. Ja, Blutflecken sind ja auch so ein bisschen Spoiler. Ich versuche nicht viele Nachrichten zu lesen. Solche Nachrichten sind dann meistens so, hey, scheinbare Wand voraus, aber es stimmt halt wahrscheinlich einfach nicht. Wertvolles Objekt voraus, okay, auch nicht besser. Wir spielen einfach erstmal... für uns. Ich kann auch, tatsächlich, falls ihr online spielen wollt und es euch nervt, kann man in den Online-Optionen... Ach, die Option ist gar nicht mehr da. Es gab eine Option im Netzwerktest, dass man das umstellen konnte, dass man nur Nachrichten von Freunden sieht, aber scheinbar ist das wieder weg. Weiß ich nicht. Keine runter voraus. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, ja, hier kann man so ein bisschen rumklettern, aber das wollen wir nicht. Gehen wir einfach erstmal weiter. Ich möchte meine ersten Gegner. Ich möchte die Steuerung lernen. Ich sollte aufhören, die ganzen Nachrichten hier zu lesen. Sind doch egal. Aber interessant, dass hier viele Leute gestorben sind. Wir erstmal hier einfach genießen. Wie cool es ist. Oh. Wenn ihr noch nicht versteht, was ich so feiere und so, alles gut. Aber gebt dem Spiel eine Chance. Das erste Mal, als ich ein Souls-Teil gespielt habe, habe ich ihn auch erstmal nicht weitergespielt. Dark Souls 1 habe ich nämlich mal angefangen. War mir dann zu frustrierend und dann habe ich später noch mein zweites Mal angefangen. Und als ich es da gespielt habe, da hat es dann Klick gemacht. Und seitdem liebe ich diese Spiele über alles. Sind einfach die perfekten Spiele für mich geworden. Auch wenn ich selber am Anfang die ganze Zeit verreckt bin. Also das ist normal, falls ihr selber spielt und eine frustrierende Erfahrung habt. Ist hier ein Boss? Oh, das sieht aus, als wäre hier ein Boss. Da drüben ist eine Nebelwand. Aber es könnte auch ein Prank sein und der Boss kommt hier. Verpflanzter Spross. Oh mein Gott. Au. Oh, die Lebensleiste. Ich sehe sie. Okay. Okay, das soll so ein Ding sein, was einen umbringt, ne? Ich
Ich will aber noch nicht sterben. Ich habe nicht mal Heilung. Oh mein Gott, okay. Nutz mal meine Magie, mich zum Heilen. Ja, das soll mich auf jeden Fall umbringen. Gut, dass ich geblockt habe. Au, au, au. Bin ich tot? Ich bin tot. Als ob ich gegen das Ding gewinne. Ich glaube, wir wurden von der Klippe geworfen. Nehme ich an. Aha, den Ort erkenne ich. Cool, es hat wieder einen Skill-Check am Anfang. Oh, das machen die auch super gerne. Wenn man den besiegt, kriegt man bestimmt ein paar Bonusgegenstände. Ein Pferd! Hallo! Was bist du denn für ein Feini? Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ja, ich will nämlich der Eldenlord werden. Ich mach das alles. Okay, wir sind K.O. Ist nicht gut. Aber wir wachen noch auf, ne? Game over. Spiel deinstalliert. Haben es irgendwie gepackt. Ja, dann richte dich mal auf, mein tapferer Rittersmann. Wir haben einiges zu lernen, um Elden Ring zu schaffen. Jo, wir haben den Heilgegenstand bekommen. Flasche mit Purpurtränen. Und Himmelstränen. Aber Leute, das war's mit dem Leben. Von Zombolon. Denn wir erschaffen Zombolon. Der Zweite. Denn als würde ich aufgeben, ohne dieses Biest zu erschlagen. Ich will selber wissen, was dahinter ist. Ganz ehrlich. Bin gespannt, wie viele Zombolons wir brauchen werden. Aber gucken wir mal, wie der zweite Versuch läuft. Zweihändig. Oh, ich renne direkt so dahinter, dass ich draufhauen kann oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich schnell genug bin. Ich komme mir ein bisschen langsam vor, ehrlich gesagt. Ah, ich war auch geduckt. So. Dass dieser Schrei wehtut, ist halt so böse. Heil mich mal. Ist ja echt weit weg. Oh mein Gott, die Heilung halt echt wenig. Au. Okay, ich glaube, wir haben Zombolon den dritten gleich. Okay. So, wieder Schild. Ich bait Angriffe raus. Können wir parieren eigentlich? Falsche Taste. Ich weiß nicht, warum man das Ding parieren kann, aber... Wer eigentlich... Oh, ich hab schon versagt. Zombolon der Dritte, let's go! Oh mein Gott. Aua, Zombolon der Dritte, Vierte. Nein! Zu krass, der Junge. Zombolon der Fünfte. Ich bin schon wieder kaputt. Zombolon der Sechste. Oh mein Gottes Willen, was war das denn? Ich glaube, ich sollte sie langsam mal löschen. Zombolon der Siebte. Das ist die lange Kombo, ne? Genau. Eins, zwei. Da muss ich dann durchrollen und dann kann ich da einmal reinhauen.
Na gut, machen wir es halt mit einzelnen Schlägen. Ja. Stomp. Und dann komme ich mit dem Sprungangriff daher. Genau, ich bestrafe dich einfach immer mit meinen Sprungangriffen. Ich habe auch keinen Mana mehr zum Heilen, sehe ich gerade. Okay, sehr schön, sehr schön. Guck mal, wir kriegen Treffer rein. Ist nicht mehr alles so überraschend, was er macht. Das kannte ich nicht, den Doppelsdreher. Okay. Oh, 1, 2. Nein, nein, nimm mich bitte nicht totschreien. Okay, nach dem Schrei kann ich auch zuhauen. 1, 2. Sehr schön, wir sind hinter ihm. Au, 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 au. Ah, verdammt. Wie macht man eine römische 9? So? Ist das eine 9? Eine 8? Ist das eine römische 8? Ich glaube. Zombolon der 8. Ich weiß übrigens, dass der mit Magie oder mit irgendwelchen Feuerbomben oder sowas, was man am Anfang auswählt, einfacher wahrscheinlich ist. Aber ich mache ihn so. Das ist meine Challenge. Okay, au. Der Schildschlag. Zombolon der 9. Komm, mach noch öfter das Schreien. Nein? Dass der so viel Damage macht, dass der Peak, Peak, Peak macht und ich bin weg? Ich verstehe es nicht. Ich muss euch leider informieren, dass das hier nicht existiert. Zombolon der 8 ist falsch geschrieben. Es ist V und 3 Is. Vielen Dank. Ich habe mir römische Zahlen 1 bis 100 geöffnet. Zombolon der 10. Komm her, du wirst inspiriert, Junge. Aua. Au. Zombolon der 12. Der mich instant komplett gefinisht hat. Nein! Zombolon der 13. Es ist zu lang. Okay, wir wechseln zu Zombo. Zombo der 13. Wir sind so oft gestorben, dass unser Name kürzer gemacht werden musste. Nein. Yo, Moment, ich weiß, wo wir sind. Das ist das Schloss vom Netzwerktest. Wir sind in diesem... Ah, wir sind auf diesem Klippengebiet, was ich gesehen habe im Netzwerktest. Ich weiß, wo der Ort hier ist. Oh mein Gott, ich kenne mich so aus. Also, wir rollen gerade ganz gut durch die Angriffe. Wahrscheinlich, weil ich sie schon 20, 200 Mal gesehen habe, aber egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat neue Moves. Natürlich packt er neuen Move aus. Nummer 14. Du kannst nur bis zu 10 Profile haben. Der 15. Jetzt greift er an. Au. Der One-Hitted? Oh mein Gott. Zombolon 15 hat was gelernt. 16. Verdammt. Der 17. So, ich versuche immer noch mit Parieren. Aber natürlich auch ein starker Schlag am Anfang. Oh, er muss aber nett sein, der Boss. Kannst auch die Klippe runterlaufen, würde ich auch nehmen. Hat mir noch nicht mal einmal die Chance zu parieren gegeben. Oh, ich hab's pariert. Ich weiß, wann ich pariere bei dem Ding. Oh mein Gott, 300 Schaden. Und ich kann noch einmal draufhauen, bevor ich weggehe. Okay, ich weiß, wann ich pariere bei dem Ding. Ich habe so ein gutes Parry-Timing. Der Angriff und jetzt den Schlag. Den Schlag muss ich lernen. Wenn ich den habe, dann habe ich den Boss. Weil den Angriff macht er halt relativ häufig so und parieren. Zu spät. Das muss ich halt, ich muss das Parry-Timing lernen. Ich hoffe, der schafft's nicht. Die Zahl ist nämlich echt lang. Wie parried man da? Oh mein Gott. Zombo der 20. Ich habe Schlagen gedrückt. Oh mein Gott, ich habe einfach Schlagen gedrückt. Egal, 20 war eh eine hässliche Zahl. Das ist cool. Zombo der 21. Ja! Oh, lecker. Komm her. In die Nase. Hm.
Ja, das hilft enorm, das gesehen zu haben einmal. Eine Aufnahme. Oh, lecker. Nein, oh. Aber guck mal, über die Hälfte. So kriegen wir den bestimmt, so kriegen wir den bestimmt. Der 22. Ja, ja, ja. Es hat nicht geklappt. Schade. Nummer 23. Jetzt macht er eine lange Kombi, ja. Zack, zack. Parry. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du machst mich stolz. So. Mal so ein Screen. Pam. Sprungangriff. Mal weiter weg. Ein bisschen Ausdauer holen. So. Was machst du? Mach einen Angriff, den ich, womit ich umgehen kann. Sei ein netter Junge. Ja, fuchtel, 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 pieks, pieks. Und... Oh, schade. Dass das Parieren so hart bestraft wird, ist... Vielleicht sollte ich einen anderen Angriff raussuchen, den man pariert. Oh, das war doof. Nein, er ist nett. Dann haben wir nur mein Schild weggebrochen damit. Okay, Schild ist MVP. Ich habe auch schön viel Ausdauer. Da so den Angriff parieren wäre halt so viel smarter. Als würde ich es mich trauen. Ja, zweiter Parry ist drin. So, machen wir einen Sprungangriff hinterher. Der kriegt auch einen Sprungangriff als Bestrafung. Danke, danke, danke. Sehr schön, wieder ein bisschen Platz holen. Krabbenmann, hör auf. Da bin ich nicht mit gerechnet. Er hat eine Phase 2. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Er hat eine Phase 2. Das macht nicht mehr Schaden. Was macht er damit? Ja, das ist ein Rätsel. Ja, oh, ich hab's geahnt. Er hat eine Phase 2, wo er sein... Aber das kann ich ausnutzen. Dann mache ich extra viel Schaden, wenn er seine Schwerter entzündet. Ist nicht vorbei. Und er hat nicht mehr Schaden gemacht. Das ist das Motivierendste, was man sehen kann nach 23 Toten, dass er eine Phase 2 hat. 24. Und Parry. Ja! Parry 2. Mmh, lecker. Aua. Ja, da hätte ich gerne angegriffen in der Zeit, aber ich heile mich lieber. So, ich weiß ja, was er jetzt macht. Bisschen Abstand. So. Genau. Er hat nicht den Angriff gemacht. Okay, das war unerwartet. Parry! Ja, ich hab's! Oh mein Gott, nochmal? Sehr schön. Der Junge wird so vermöbelt. Okay, weg. Sehr schön. Mein Schild blockt gut. Er macht nur minimal Chip-Damage, wenn er mich jetzt trifft. Also wenig Leben weg mit einem Treffer. Zu früh. Verdammt! Oh, ich hätte mich heilen müssen. Dann hätte ich noch weitermachen dürfen. Okay, volles Leben haben. Ah, Leute, es läuft. 25. Schöne Zahl. Oh, zu spät. Habe ich selber gemerkt. Oh, er hat den Spin getroffen. Schade. 26? Ja, ich glaube 26 sind wir. Dass er herhüpft, ist halt auch dumm. 27. Das ist eine schön lange Zahl. Damit darf ich nicht anfangen. Auf geht's, Nummer 28. Mach mich stolz. Zack. Kriegt er direkt noch eine nachgewischt, wenn er so wütend ist, der Junge. Oh, ho, 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 das war knapp. Oh mein Gott, der ist ganz schön wütend, der Boy. Ja. Brauchen wir beide mal ein bisschen Abstand voneinander, ne?
ihm sein Schild wegschlagen oder so, dass die Haltung bricht. Denke ich auch mal cool. Ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Oh, Parry Time? Jawoll. Schön. Ja, ich würde auch weggehen danach. Okay, jetzt spielen wir aber safe. Ich hab volles Leben. Brauche hier nichts riskieren. So, zwei Hits. Abstand. Ich habe auch gelernt, dass ich danach hier so seitlich an ihm vorbei kann und zwei Hits machen kann. Also ich habe eigentlich ein paar Safe Spots jetzt bei ihm. Das könnte klappen. Okay, ich bin ein bisschen zu spät. Ja, da haut er dann zu sehr drauf. Vor dem Spin habe ich Angst und vor dem Trampeln habe ich Angst. Ich habe einen Parry drin, das reicht mir. Ich brauche keine mehrfachen Parries. So, komm, mach das. Ja, genau. Zack, 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 zack. Und an dir vorbei. Sehr schön. So, jetzt wird er zurückweichen. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Dachte, er macht das, ja. Ich heile mich mal in der Zeit. Ne? Danke. Mach einen Angriff. Der Junge kommt aber hinterher, ne? So. Zweite Phase. Will mich nochmal heilen. Mach irgendwas, ja. Irgendwas ganz Langsames. Aua. Sowas muss ich halt blocken. Lass mich nochmal vorbei, bitte. So, an ihm vorbei. Eins, zwei. Sprungangriff und weg. Free Damage. Nehme ich. Oh, seine Waffe ist nicht mal mehr verzaubert. Oh, es hört auf. Cool. Vorsichtig. Einfach be smart. So. Komm, mach das noch öfter, dein Rumgepiekse. Ich hab dich gelernt. Kann ich? Weil er mich getroffen hat mit dem Schlag. Er muss mit einem Schlag verfehlen, damit es einfacher machbar ist. Ich warte einfach nur noch auf Angriffe, wo ich weiß, was ich zu tun habe. Okay, das war ein bisschen überraschend, dass er da sich schon gedreht hat. Da kriegt er noch einen Hit mit. Komm, mal nochmal. Mal nochmal die netten Kombos. Nein? Okay, ich hab zu viel Respekt vor dem Jungen. Und weg. Ja? Und eins, zwei, drei, du bist kaputt, du dumme Scheißkrabbenmensch, Dreckvieh. Ornamentales Schwert. Oh mein Gott. Goldener Bestienschild. Oh mein Gott, war das schwer. Heilige Kacke. Das war das Schlimmste, was ich jemals in einem Souls-Spiel gemacht habe. Oh mein Gott, war das anstrengend. Hallo. Das ist Dark Souls. Das ist Elden Ring. Das ist nicht die Norm. Das ist der Boss, der einen töten soll. Und sowas ist immer ultra-challenging. Das ist schlimmer als alles jemals in einem Souls-Spiel, muss ich sagen, am Anfang. Zitter ein bisschen sogar. Oh, ist das schön, dass der tot ist. Über das Statusmenü könnt ihr eure Attribute sehen. Genau, ja, wir sind Level 10. Zombo, der 28. hat seine Ahnenreihe stolz gebracht.
Aber jo! Aber jetzt habe ich ihn raus. Also jetzt würde ich ihn öfter schaffen. Jetzt habe ich so oft diese ganzen Angriffe gesehen. Oh mein Gott, aber wir haben Waffen bekommen, ne? Ausrüstungsmenü. Über das Ausrüstungsmenü könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talismane, Mane und Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu 3 Waffen je Hand ausrüsten. Die Aktionen in jeder Waffe unterscheiden sich je nach Hand, die die Waffe führt. Ja, Leute. Ich zeige euch noch, was es ist. Wäre ja nicht hier. Eine Geschicklichkeitswaffe ist es auf jeden Fall. Mehr Geschicklichkeit als Stärke. Ein schlankes, gerades Schwert nach dem Vorbild einer uralten Dekoration. Wahre Meister führen in jeder Hand eines dieser Schwerter. Nach ihrem Sündenfall suchten die Letzten des goldenen Stammbaums in der Vergangenheit nach neuer Macht und einer Aufgabe. Einzigartiges Talent, goldene Härte. Kreuzt die 2 Schwerter, um ihre Angriffe mit heiliger Essenz zu stärken. Ist dieser Effekt aktiv, werden starke Angriffe als Kombi ist mit 2 Waffen ausgeführt. Sind es automatisch 2? Oh, das ist automatisch eine Dual-Wield-Waffe. Oh mein Gott, wie cool. Was eine coole Belohnung. Oh, es hat sich so gelohnt, den stundenlang zu bekämpfen. Und wir haben ein Stärke 24 Schild bekommen. Jo, einfach die Sachen, die er hat. Ja. Was ist das? Ein Schild aus mattem Gold mit eingravierten Bestienwappen. Er ist leichter als die meisten Großschilde und daher auch einfacher zu führen. Die dargestellte Bestie ist Serosh, der greise Berater, der den goldenen Stammbaum anführt. Ich verstehe nichts, aber cool. Ich bin so ein bisschen in der Elden Ring Lore drin. Es gab einfach so ein Regelsystem, was die Welt zusammengehalten hat. Das war der Elden Ring und der wurde zerstört. Und dadurch brechen alle Gesetze auseinander. Und es gab irgendeine Königin und die hatte ein paar Kinder. Und die Kinder haben sich jetzt die ganzen Teile vom Elden Ring geschnappt und jeder beschützt irgendwie einen Teil davon scheinbar. Und die Königin ist irgendwie verschwunden. Marika, Göttin Marika. Genau. Und das finden wir heraus. Aber, gucken wir doch erstmal kurz hier hin, weil wir sollten hier gleich eigentlich zum Tutorial kommen. Material sammeln. Materialien. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Heranwachsender Schmetterling. Okay. Erstmal hier gründlich umgucken. Ohne Heilung diesen Boss zu machen war halt... Also ich hatte ja wenigstens so ein bisschen Heilung. Ich bin ja froh, dass ich einen Kleriker-Zauber hatte. Ohne müsste ich den ja wirklich flawless machen. Und er wäre so viel einfacher geworden, hätte ich diese Gargoyles als Hilfe genommen zum Beispiel. Oder hätte ich irgendwelche Magie gehabt. Aber ich fand's cool, wie wir ihn gemacht haben. Ich hoffe, die Brücke stürzt einfach ein. Nein, scheinbar nicht. Wird uns nicht gegönnt, dass die Brücke einfach einstürzt. Aber wie cool ist das denn, dass wir so ein bisschen Zeug bekommen haben. Ist hier sonst irgendwas, was ich mitnehmen kann? Irgendeine kleine Trophäe? Ich meine, wir haben diese Waffen. Und ich werde die auch skillen, dass wir die mal... Ja. Gut, da stand Materialien sammeln. Kann es noch mehr Dark Souls sein? Als einfach so eine dumme Klippe, die einstürzt. Aber man muss ja sterben, um da hinzukommen. Was mich ein bisschen triggert, ist, dass da gerade Material aufheben stand. Aber ich denke mal, das ist nichts Gutes. Ich hoffe es einfach mal. Ja, die Cutscene haben wir gesehen. Können wir skippen. Willkommen im Friedhof der Gestrandeten. Und natürlich auf Wiedersehen. Das war die erste Folge Elden Ring. Wir haben gar keine Fackel. Die Charaktererstellung hat gelogen. Oh, guck mal, die haben das Tutorial auffälliger gemacht. Sehr schön. Beim nächsten Mal machen wir das Tutorial. Und die Waffen kann ich leider noch nicht benutzen, weil mir die Stats dafür fehlen. Ihr seht da rechts, Geschicklichkeit 14, also Guess. Steht für Geschicklichkeit, habe ich nicht. Aber können wir uns holen. Ich will ja eh so, vielleicht so ein bisschen mit Quality machen. Ja. Komm, du darfst deine Kapuze abziehen. Gehen wir mal darüber zu dem Licht. Ach, guck mal, man kann mit ihm reden. Machen wir beim nächsten Mal. Aber liebe Leute, das war's mit einer Folge Elden Ring. Wie cool. Jetzt kann ich endlich erkunden gehen. Ich wollte es durchziehen. Ich wollte einfach endlich mal, weil besonders euch interessiert es ja auch, was da ist. Und wer als ich, der es euch jetzt so zeigen kann, ne? Hat sich gelohnt. Lohnt sich wahrscheinlich mehr mit einem Geschicklichkeitschar, aber wir haben eine Dual-Wield-Waffe. Ich will eine Dual-Wield-Stärke-Waffe. Sowas wäre cool. Aber ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der 2. Folge Elden Ring, wenn wir erkunden und herausfinden, wofür dieses Starter-Item ist, was wir uns geholt haben. Das hier. Die Steinschwertschlüssel.
Weil da vorne sind so zwei Gargoyles, die habe ich im Netzwerktest gesehen, aber da konnte man nichts machen. Zerbricht das Siegel von Wichtstatuen, bleibt nach Benutzung aber in der Statue. Kann als Gegenstand daher nur einmal verwendet werden. Aber wir haben zwei Stück scheinbar bekommen. Überlegt euch also gut, wann ihr ihn benutzt. Werde ich machen beim nächsten Mal in einer weiteren Folge Elden Ring. Bis dann, euer Zimbelmann.